Ich bin Nathalie. Wo ist es denn hier? Ah ja, okay. Ich bin Nathalie, oder? Habe ich richtig? Okay. Meine Freundin sagt immer, oder meine Freunde sagen oft, strahlt Nathalie, strahlen alle anderen. Musik, so eine Leidenschaft, nicht mal das Spielen, natürlich auch, aber Musik hören, ich verbinde damit ganz viel. Ich bin auch eine leidenschaftliche Autosängerin, ja, also ob das jetzt gut ist, sei dahingestellt, aber wenn ich allein im Auto sitze, ich möchte nicht wissen, was die Leute denken, die an mir vorbeifahren. Ich verbringe aber auch ganz, ganz viel Zeit mit meiner Familie, das ist mir unglaublich wichtig, sei es so meine Oma, meine Großmutter oder auch mein Patenonkel, meine Patentante, Cousins, Cousinen, also ich genieße das einfach umso mehr, umso besser. Am meisten würde ich mich freuen, ich hoffe es ist kalt zu der Zeit, wenn man mir eine Freude macht, eine Kugel Zimteis in einem Becher, wo ein Elefant drauf ist. Das wäre 100 Punkte und mein Tag kann perfekt starten. Alles, wo Zimt drin ist, ist irgendwie für mich gemacht. Ich liebe Zimt. Ohne Zimt, ohne mich. Und ja, das ist tatsächlich so, wenn Leute was sehen mit Elefanten, dann bekomme ich das. Von klein auf habe ich da irgendwie eine Verbindung dazu. Also ich muss es dann auch haben. Ich habe schon als kleines Kind einen kleinen Elefant gehabt und meine Patentante hat auch so eine Vorliebe und das habe ich irgendwie mit ins Blut bekommen. Über den Schatten springen muss ich tatsächlich, wenn ich die Kontrolle abgeben muss. Das ist sowas, das kann ich überhaupt nicht gut. Wenn man mich beispielsweise ins Auto packt und sagt, wir fahren jetzt mal wohin, dann bin ich bestimmt bei dieser Fahrt, frage ich 100 Mal, wo geht's denn hin und was machen wir denn jetzt? Also ich möchte schon wissen, was auf mich zukommt. Und da kommt mir mein kleiner Perfektionismus immer so ein bisschen in den Weg. Also ich möchte immer so das Zepter in der Hand haben und auch wissen, was auf mich zukommt und gut vorbereitet sein. Ich denke, in solchen Situationen brauchen Menschen ganz viel Hilfe und Unterstützung. Und mit meiner mitfühlenden Art denke ich, dass ich das ganz gut schaffe, die Leute abzuholen und in der schweren Zeit für sie da zu sein und gemeinsam eine Zeremonie so zu gestalten, wie die Geschichte von dem verstorbenen Menschen eben war. Mir ist wichtig, dass die Stimmung von Anfang an gegeben ist, dass es so ein Knistern in der Luft ist, dass man einfach spürt, es geht um Liebe. Ich denke, Liebe ist ein ganz wichtiger Aspekt und das kann man eigentlich nur fühlen, das kann man nicht erklären, sondern mit ganz viel Herz fühlen. Und das ist mir das Wichtigste, dass sowohl das Brautpaar, aber auch die Gäste sich wohlfühlen und man einen Moment lang einfach die Zeit anhalten kann und unsere Zeit, die so wertvoll ist, in dem Moment was ganz Besonderes ist. Ich habe nirgends drauf gedrückt, oder? Nein. Ach nee. Das war jetzt blöd. Wie fühlst du dich jetzt? Ich habe das Gefühl, dass meine Augen, dass ich jetzt richtige Lachfalten habe. Fertig. Sehr gut.